So, liebe Leute, was geht los da rein? Ich bin euer Bombay und willkommen zurück bei Lucky in Stone, Freunde. Ich mache heute mal eine kurze Nachberichterstattung für das Turnier, was am letzten Sonntag stattgefunden hat, den LAES Summer Cup, den ersten LAES Summer Cup. Als erstes natürlich möchte ich mich bei allen bedanken, die dabei waren, beziehungsweise die in irgendeiner Art und Weise mitgewirkt haben. Das Turnier war an und für sich echt schon mal ganz gut und um mal einen kleinen Einblick zu liefern, wie das so alles funktioniert, wie wir das in Zukunft machen, beziehungsweise wie das Turnier jetzt war, gehe ich aber gleich nochmal detaillierter drauf ein. Als zweiten Punkt natürlich die Siegerehrung. Team Generous mit Detroilus und Sui, die haben gewonnen. Glückwunsch an euch natürlich. Euch werde ich kontaktieren. Ihr kriegt von mir, wie gesagt, so ein paar Keys als kleines Dankeschön, beziehungsweise als kleinen Gewinn. Ich hatte das Turnier ja angekündigt, dass das jetzt erstmal zum Testen ist und in Zukunft gehen wir dann hin und werden auch mal vernünftige und fettere Preise raushauen für die Gewinner, ja. Dritter Punkt der Tagesordnung. Ich habe, wie gerade, glaube ich, angedeutet, einige Videos eben einige Spiele zugeschaut und kommentiert, das Ganze aufgenommen. Die Videos dafür werde ich jetzt beginnend ab jetzt hochladen. In einer Viertelstunde kommen die Vorrundenspiele, da habe ich immer so ein bisschen durchgeswitcht, ja. Und eben morgen kommt Halbfinale und Finale. Dann gehen wir direkt mal zum dritten Punkt und zwar, wie ist es gelaufen? Naja, Leute, leider eher mäßig. Es fing mit der Anmeldung an. Und zwar, ihr wisst, ich habe das Turnier extra eine Woche vorher angekündigt gehabt, weil ich dann dachte, pass auf, du kündigst das eine Woche vorher an. Und dann haben die Leute eine Woche Zeit, um sich anzumelden, um die Message so ein bisschen zu verbreiten, ja, dass auch möglichst viele Teilnehmer sich finden lassen. Nein, die Turnierfunktion in Rocket League ist meiner Meinung nach völlig ungeeignet, weil die Anmeldung erst 15 Minuten vor Turnierbeginn eröffnet hat. Ja, Leute, da macht man extra eine Woche vorher die Ankündigung und dann geht die scheiß Turnierfunktion hin und eröffnet die Anmeldung eigentlich erst 15 Minuten vorher. Das ist schon mal absoluter Bullshit. Dann haben wir technische Probleme gehabt. Wir haben in einem Halbfinale, wo ich eben auch zugeguckt habe, zwischen EP0 und VE Sport war das genau, da gab es irgendein Problem, ist da entstanden beim zweiten Spiel, glaube ich. Dann habe ich eben die Rückmeldung bekommen von den Jungs von EP0 oder beziehungsweise eben auch von VE Sport, dass die nichts mehr machen konnten. Die konnten nichts mehr machen, außer eben das Turnier beenden. Ne? Also Start und dann unten Turnier beenden, dann wären sie aber sofort aus dem Turnier raus gewesen. Ja? Resultierend daraus ist das Turnier oder die Turnierfunktion von Rocket League einfach hingegangen und hat EP0 aus diesem Halbfinale dem Finale zugewiesen, obwohl in dem Halbfinale noch Spiele ausgetragen werden mussten, um zu entscheiden, wer überhaupt ins Finale kommt. Ja, währenddessen bin ich dann ins Finale gegangen, um zu gucken, was da mal abgeht. Da waren dann schon das erste Team an Finalteilnehmer, das waren nämlich dann Generous und die sind dann den Spielen gejoint. Und die Spiele haben dann einfach nicht stattgefunden, beziehungsweise wurden eben zu Generous gewertet, weil EP0, die ja noch im Halbfinale drin steckten, nicht gejoint sind. Und das war halt total beschissen. Wir mussten dann die letzten Halbfinale und eben auch die ganzen Finalspiele über private Matches regeln. Also Leute, technische Schwierigkeiten sind entstanden, wurden überwunden, aber es war beschissen. An dieser Stelle oder damit im Hinterkopf gehen wir jetzt direkt auf den nächsten Punkt, und zwar, wie wird es in Zukunft laufen, Leute? Wie werden die Turniere in Zukunft laufen? Weil ich habe echt großen Gefallen daran gefunden, den Spielen zuzuschauen und die eben auch zu kommentieren. Echt, Leute, hat mir mega Bock gemacht. Ihr könnt mir gerne auch mal ein bisschen Feedback geben, ob ich das so halbwegs anständig gemacht habe oder ob das so mehr Fremdschämen war oder so, keine Ahnung. Könnt ihr ruhig mal in die Kommentare schreiben. Aber ich habe da Gefallen dran gefunden, ich fand das eigentlich ziemlich lustig und deswegen werden wir diese Turniere definitiv öfter machen. Ich möchte aber in Zukunft hingehen und nicht mehr die Turnierfunktion nutzen. A, wegen dem Problem mit der Anmeldung, dass die erst 15 Minuten vorher eröffnet wird. Dann Problem Nummer 2, die technischen Probleme. Weil in der Turnierfunktion habt ihr ja den festgelegten Turnierbaum und wenn da irgendwo mal auf dem Weg bis zum Finale ein Fehler drin vorkommt, dann zieht eben vielleicht mal das falsche Team in die nächste Runde ein oder so und ab da ist das alles irregulär, also nicht mehr official quasi. Dann ist das falsche Team weitergezogen und ab da spielt dann das falsche Team weiter oder so. Und so eine Scheiße möchte ich eigentlich nicht haben. Ich möchte eigentlich nur noch die private Match-Funktion nutzen, die auf die eben mehr Verlass ist, weil die eben außerhalb von so einem Turnierbaum stattfindet, ja. Da möchte ich eigentlich hin. Dritter Grund, warum ich da hin möchte mit den privaten Matches und nicht mehr die Turnierfunktion von Rocket League nutzen möchte, ist aufgrund der Zeiten. Weil ihr werdet das eben auch
auch jetzt in den Videos sehen. Ich habe für Vorrunden ein Video, für das Halbfinale ein Video und für Finale ein Video. Ich kann natürlich nicht alle Videos, alle Spiele aufzeichnen oder bei allen Spielen dabei sein, weil die eben zeitgleich stattfinden. Wenn ich hingehe und das Ganze außerhalb von Rocket League organisiere, kann ich natürlich sagen, pass auf, an dem Tag macht ihr Halbfinale 1, am nächsten Tag macht ihr Halbfinale 2 und dann den Tag erst Finale, dann kann ich bei beiden Halbfinalen sein und bei den Finale natürlich auch. Das gleiche gilt halt für Viertelfinale oder so, die kann man dann auch so legen, dass das eben passt, dass ich bei allen Spielen dabei sein kann und dass ich letztlich alle Spiele aufnehmen kann. Gut, Vorrundenspiele muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt aufnehmen, aber ab Halbfinale würde ich die schon ganz gerne aufnehmen. Vor allen Dingen jetzt ist halt blöd, ich war bei dem einen Halbfinale und das andere hab ich nicht mitbekommen. Das tut mir leid, Leute, aber ich kann mich ja halt nicht teilen und weil die Spiele zeitgleich stattfinden, ist das mir nicht möglich. Und deswegen möchte ich in Zukunft auf jeden Fall auf die private Match-Funktion zurückgreifen. Das heißt, ich werde von außerhalb alles koordinieren und regeln. Ich werde einen Turnierbaum anfertigen, die Gruppen oder die Vorrunden werden gelost, die Gegner werden also gelost. Und dann, ich schätze mal, die Kommunikation lassen wir über Discord laufen, weil wir müssen ja ein Kommunikationssystem haben, das plattformunabhängig ist, ja, weil Steam hat nur PC, ne, und dementsprechend kann ich das nicht über Steam oder so regeln, sondern muss das über eine neutrale Plattform, in dem Fall Discord, machen. Und Discord bietet sich meiner Meinung nach an, weil man die eben auf Handy, die kann jeder auf Handy runterladen und jeder kann dann über Handy die Nachrichten empfangen. Und ich regle das dann alles so ein bisschen über Discord und ich sag euch dann, pass auf, Team X spielt gegen Team Y, dann und dann. Und dann müsst ihr euch selber zusammenfinden mittels der Rocket-IDs und euch dann selber in Gruppen zusammenfinden und die Spiele eben austragen. Und mir müsst ihr dann hinterher nur noch Screenshots von den Ergebnissen schicken, damit ich das alles wiederum nachhalten kann. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger, auch für euch, ne, weil ihr eben gucken müsst, dass ihr dann mit dem gegnerischen Team euch so ein bisschen kurz schließt und euch zusammenfindet. Aber letztlich ist das meiner Meinung nach definitiv besser, vor allen Dingen eben, wenn man die technischen Probleme mal berücksichtigt, weil wenn ich mir jetzt denke, dass ich bei letzten Sonntag nicht dabei gewesen wäre, ja ganz ehrlich, dann wäre das ganze Turnierergebnis völlig verfälscht gewesen, weil das Turnier dann hätte abgebrochen werden müssen und Generous quasi kampflos das Turnier gewonnen hätte, also fand ich blöd und deswegen werde ich in Zukunft nicht mehr die Turnierfunktion nutzen, sondern das alles außerhalb davon regeln, Leute. Ihr könnt ja mal so ein bisschen in die Kommentare schreiben, wie euch das Turnier gefallen hat, was ihr von der Idee bezüglich den zukünftigen Turnieren haltet. Würde mich freuen, da so ein bisschen Feedback zu kriegen, aber ansonsten ziehen wir das mal einfach durch und gucken, wie es läuft und ein bisschen optimieren und anpassen kann man natürlich immer noch, Leute, ja? So, das war's dann auch schon wieder. Wie gesagt, jetzt kommen nach und nach die Videos. Heute gibt's die Vorrundenvideos, morgen kommt Halbfinale und Finale um 12 Uhr und ich werde jetzt Generous kontaktieren bezüglich deren kleinen Preis für das Gewinnen des Turniers. Ja, Freunde, wir sehen uns definitiv bei mehreren Turnieren wieder, wie gesagt, weil er hat mega Bock gemacht und das will ich auf jeden Fall alles noch ein bisschen ausbauen. Leute, bleibt sauber und gesund. Ich bin wieder raus. Bis dahin.